Ja, Leute. Und noch einmal. Es ist immer noch Gründonnerstag und ein Sorgenkind ist auch da. Ich habe hier wieder, ihr erinnert euch vielleicht, Holger aus Sachsen hat mir diese Sauerkirschen geschickt. Hier gibt es eine und da gibt es eine grüne Knospe, die treibt aus dem alten Holz aus. Und ich war gerade im Garten und da ist mir aufgefallen, dass die beiden, die ich mit euch zusammen getopft hatte, bereits austreiben, dass die auch am Stamm austreiben. Also versorge ich die jetzt noch. Die sind noch genau so, wie Holger sie mir geschickt hat, weil ja zwischendurch so viel dazwischen kam. Ja, Leute, deshalb mache ich jetzt das dritte Video an einem Nachmittag, so dass ich jetzt bis Ostersonntag, glaube ich, dann die Videos voll habe. Und natürlich muss ich noch schneiden und so weiter. Das dauert alles noch ein bisschen. Aber ich will mal gucken, ob ich hier mit der Felkenschere schon was erreichen kann. Das sieht gut aus. Die haben in der Zwischenzeit nämlich nur auf dem Balkon gestanden. Eine hat geblüht. Das muss ich gleich dazu sagen. Aber ich habe die Blüte oder den Ast mit der Blüte entfernt, damit am Stamm sich mehr Knospen bilden. So, der Stamm hat hier jetzt schon mal so einen leichten Schwung und so ein paar schlafende Augen sind da. Die möchte ich beibehalten, werde aber jetzt erstmal die Wurzeln passend schneiden, denn ich habe vor, diese Pflanze, speziell diese Pflanze erstmal, in einen Teilpot zu stecken, zu pflanzen. Ich mache auch gleich wieder sauber hier unten runter. So. Und eins nach dem anderen dieser Videos lade ich dann entsprechend hoch. So, schlafende Augen. Darum geht es jetzt. Schlafende Augen habe ich hier, hier. Ich will diesen leichten Schwung behalten und gehe dann bis zur höchsten Knospe. Die wäre hier oben. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Ich hoffe, dass der Stamm auch so leicht zu schneiden ist, wie die Wurzel gerade. Jo, Kamera ist auch heil geblieben. Sehr schön. Jetzt hätten wir das auch schon mal. Der Wachs oder das Wachs. Das Wachs ist immer noch aktiv. Und zwar von dem Baum, den ihr gestern gesehen habt. Von der Ulme. Die mit dem Doppelstamm. Ich denke, Ostersonntag fällt mir auch noch was ein. Falls ich nicht wieder ins Emsland fahre. Das ist nämlich auch grob geplant, denn wir wechseln uns eigentlich ab. Aber Schwesterchen und Schwager wollten auch kommen. Und ihr wisst vielleicht um die Besuchszeiten so in solchen Einrichtungen, das ist schwierig. Es lohnt sich für mich vielleicht gar nicht hinzufahren. Deshalb muss ich da auch noch abwarten. So, wenn es dann also nichts wird aus der Sache, dann gibt es halt noch ein Video. Ich habe noch einige Sachen vorbereitet oder in Arbeit. Und hier haben wir den Teilpot. Den Teilpot. So, jetzt kommst du erstmal zur Seite. Das Wachs ist schon erkaltet, ist schon fest. Wie gesagt, einige der Sauerkirschen, ja, Sauerkirschen. Haben schon geblüht. Und zwar so ins Fragnummoos in der schwarzen Tüte mit den Wurzeln. So wie Holger sie mir zugeschickt hat. Da war nicht davon auszugehen,
Was im Nachhinein passiert, dass ich das alles nicht so zeitnah schaffe, wie ich es gerne gemacht hätte damals. Aber es scheint nichts verloren zu sein. Und deshalb muss ich hier jetzt ein bisschen Gas geben, würde ich sagen. So, next one. Ich sehe schon wieder, ich habe mir, ja, weil die Glatze weggeschnitten ist, ist nicht so schlimm. Ja, packen wir mal ordentlich was rein. Wer weiß, vielleicht noch mehr. Ich gehe immer davon aus, dass die mir noch viel Freude bereiten werden. Denn die haben tatsächlich schon das Alter, das Blühen. Und das finde ich ja nun wieder sensationell. Ich habe aber auch da die Blüten entfernt, weil die eben im Sphagnummoos stehen und dadurch auch keinen großartigen Nährwert haben. Deshalb habe ich die Blüten entfernt, damit sie zumindest haltbar bleiben, bis sie getopft werden können, so wie diese jetzt. Aber davon mache ich dann nicht nochmal extra ein Video. Sondern belasse es bei dem, was ich bis jetzt an dieser, von dieser Art getopft habe. Hier kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen, sondern wahrscheinlich, es gibt eine gute Chance, wenn die gut austreiben. Und das will ich natürlich versuchen, hier möglichst viel Kraft wachsen zu lassen, dass sie nächstes Jahr blühen. Und dann könnt ihr sicher sein, dass wir sie wiedersehen. Ich glaube, das ist auch genug Substrat. Da rutscht auch nichts mehr nach. So, das ist immer noch der Kaffee, den ihr vorhin gesehen habt bei der Ulme. Oder für euch gestern. Ist aber trotzdem kalt. Ja, das ist, wenn die Hände dauernd zu tun haben. Mario, das ist übrigens der Kaffee, den du mir geschickt hattest. Den habe ich auch schon fast auf. Ich alte Kaffeetante, ich. So, jetzt noch ein bisschen Substrat drauf. Sicher nicht das interessanteste Bäumchen jetzt, aber ich glaube, im Sommer wird er nochmal interessant. Wenn der so austreibt, wie die beiden, die ich vorher schon verarztet habe, dann gibt es sogar noch einen Sommerschnitt. Damit rechne ich im Grunde schon. Deshalb mache ich das jetzt ja auch, natürlich. Okay, kommt nochmal ein bisschen zu euch. Bisschen näher. Ja, dann muss ich die Kamera noch den Winkel ein bisschen verändern. So, Sauerkirsche, Wildkirsche, Prunus avium. Vielleicht kann ich euch hier an dieser Stelle dann auch zeigen. Wo Knospen zu sehen sind. Das versuche ich jetzt mal. Das ist also einmal da. Ich hoffe, die Beleuchtung reicht aus. Dann da, da, da. Also eigentlich hier unten noch. Eigentlich
könnte es sein, dass der Stamm nochmal zurückgeschnitten werden muss. Aber wir lassen es erstmal dabei, denn den leichten Schwung, den er jetzt hat, den finde ich gar nicht so schlecht. Okay, Freunde. Jetzt geht es natürlich dran, 3 Videos zuschneiden. Dann ein bisschen Wäsche aufhängen. Dann ein bisschen Essen machen. Beziehungsweise einkaufen. Morgen ist Karfreitag, da ist alles zu. Ach du Schande. Okay, ich habe noch genug zu tun. Aber ich bin sicher, wir sehen uns. Bis dahin, ciao. Der Vollständigkeit halber hier. Seht ihr eventuell eine Knospe, die aufgegangen ist? Das heißt, die sind aktiv. Die sind weiterhin aktiv. Und in dem Sphagnummoos waren auch schon ein paar neue Wurzeln zu sehen.